Ja, moin zusammen, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, vielleicht könnt ihr es erkennen, ich bin hier in einem Renault Megane E-Tech, und zwar in der Techno-Variante. Ja, und Renault, die haben ja unglaublich lange Erfahrung mit Elektroautos, fast so lang wie Tesla. Denn mit der Renault Zoe haben sie ja schon 2013 das beliebteste Elektroauto in Europa auf den Markt gebracht. Die Zoe hat sich bis vor kurzem verkauft wie warme Semmeln. Jetzt ist halt die Konkurrenz immer größer und die Zoe dann doch schon so ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber nicht nur das, sie haben einen Fluence auf den Markt gebracht, sie haben einen Twizy und sie haben natürlich den Twingo auch elektrifiziert. Also von daher hat Renault extrem viele Autos schon im Portfolio und macht das schon sehr, sehr lange. Da sollte man doch also meinen, die wissen, was sie tun. Und hier mit dem Megane, da sind sie jetzt angetreten, um natürlich der ID-Familie vom VW so ein bisschen das Fürchten zu lernen, ist quasi auch von der Größe und von der Klasse, ist ja Kompaktklasse, ein direkter Konkurrent. Und hat mit dem 60 Kilowattstunden Akku auch eine ähnliche Akkugröße. Mehr geht leider nicht, sondern leider nur weniger. 40 Kilowattstunden gibt es auch noch, aber ja, wer will das schon? Also mit dem 60 Kilowattstunden hier, da wollen sie laut WLTP 450 Kilometer weit kommen und einen Durchschnittsverbrauch von 16,1 Kilowattstunden auf 100 schaffen. Ja, da bin ich gespannt. Also alle Tests, die ich bisher gehört und gesehen habe, sagen, dass der Megane hier besonders effizient sein soll. Ja, das muss er jetzt beweisen auf meiner Autobahn-Referenzstrecke, die ich immer fahre, von Bremen nach Bremerhaven und zurück bei Tempo 130. Und wir haben es heute nicht warm. Es ist 9 Grad und ab und zu gibt es natürlich wieder mal Nieselregen. Ja, ich kann schon so viel verraten. Also er erfüllt nicht ganz die Erwartungen. Das wird ein sehr, sehr spannender Test. Also bleibt dran. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Ja, wenn der Renault Megane E-Tech schon als Konkurrent zur ID-Familie antritt, dann sollte er möglichst einiges besser machen. Ja, und auf den ersten Blick, wenn man hier einsteigt, zumindest vom Interieur, dann tut er das auch. Hier sieht es nämlich richtig gut aus. Das ist so eine Mischung aus sportlich und elegant. Wir haben hier zwar Stoffsitze, aber so mit Kunstleder und so grün-gelben Neon-Ziernähten, die sich auch hier in den Türen wiederfinden. Die ganze Materialauswahl ist doch relativ geschmackvoll, ist natürlich alles eine Kunststoffwüste, sieht aber nicht unbedingt danach aus. Wir haben hier an der Tür zwar relativ hartes Plastik, hier ist aber sowas wie Alcantara, hier kommt dann wieder eine Aluleiste mit Ambient Light. Hier drunter ist es so weiches Kunstleder. Hier in dieser Flaschenablage oder Türablage, da ist dann Filz drin. Das macht es alles doch irgendwie angenehm. Auch das Armaturenbrett hier mit diesem Stoffbezug, das sieht richtig gut aus. Auch diese schwarzen, so ein bisschen gekurvt angeordneten Displays, die gefallen mir sehr gut. Vor allem auch die Anordnung und mit diesem großen Zentraldisplay, auf dem übrigens, Achtung, jetzt kommt's, das Google Automotive Betriebssystem läuft. Ja, das ist doch schon mal eine Ansage. Und eine schön luftige Mittelkonsole mit Mittelarmlehne, die man natürlich aufklappen kann. Da gibt es dann ein Staufach, nicht zu groß, aber da passt auch einiges rein. Ich würde mal sagen, zwei 0,5er Flaschen. Hier sind zwei USB-C-Ports, noch mit einer kleinen Ablage für Kleingeld oder Ladekarten. Hier die Ablage ist sehr offen gestaltet für Cups oder Flaschen mit so kleinen Inlays, die man eben verstellen kann, um das Ganze den persönlichen Bedürfnissen anzupassen. Ja, induktive Ladeschale haben wir, wo das Handy leider sehr schlecht wieder rauszuholen ist, weil die sehr flach gestaltet ist. Das heißt, wenn ich es hier reinlege, dann kriege ich das irgendwie nur mit zwei Fingern so wieder raus. Das ist so ein bisschen unglücklich gelöst, finde ich. Ja, aber hey, durch das Google Automotive Betriebssystem, da hat Renault natürlich eine Entscheidung getroffen, die sich als entscheidender Vorteil erweist hier für so ein Auto, ne? Denn warum etwas schlecht selber machen, wenn man es gut von anderen einkaufen kann? Und wir wissen ja, was das Automotive Betriebssystem kann, spätestens aus den Volvos. Und hier im Megane, da muss ich sagen, egal was man macht, es ist alles mega flüssig. Es gibt ohne Ende Einstellungsmöglichkeiten und natürlich die Navigation mit Ladeplanung. Also ihr kennt das vielleicht noch aus den Volvo-Videos. Es gibt kaum was, was responsiver ist. Und wenn ich jetzt mal eine Ladeplanung starte, ich kann ja mal irgendwo hinfahren, wo der Akku nicht mehr hinreicht, habe jetzt nicht mehr so viel im Akku, mal sehen. Hey Google, fahre nach Berlin. Berlin ist bei mäßigem Verkehr 4 Stunden, 32 Minuten mit dem Auto von deinem Standort entfernt. Route wird geladen, Route ist fertig.
Ladestopp hinzufügen, zack. Ja, drei Ladestopps hat Google hinzugefügt in Windeseile. Genauso stelle ich mir das vor. Und ich kann auch hier in den Einstellungen wählen, welches Ladenetz ich haben möchte, wie schnell die Ladestationen mindestens sein sollen, die ich anfahren möchte. Das ist alles extrem perfekt gelöst. Was will man mehr? Dann gucken wir uns mal das Raumangebot im Fond an. Ja, ich sitze jetzt hinter meinem Sitz, also 1,82 hinter 1,82. Das passt. Ich kann meine Füße in die Fußgarage stellen. Von daher habe ich hier eine ganz gute Beinfreiheit. Da habe ich auch noch so ungefähr 8 cm Luft. Das ist wunderbar. Ich habe keinen Mitteltunnel, sodass ich meine Beine hier auch locker durchstrecken kann. Die Sitzfläche ist relativ eben. Ich habe aber auch keine Mittelarmlehne hier hinten und Cupholder. Das heißt, das ist hier eine Sitzfläche und man kann hier nichts aufklappen. Ja, leider ist die Übersicht hier nicht so gut im Megane, weil die Fenster doch relativ niedrig sind, gerade auch das Heckfenster. Sie haben halt die Dachlinie relativ stark runtergezogen und durch die zwei Kopfstützen hier hinten, da hat man so ein bisschen so ein Schießschadengefühl. Das wollen sie jetzt kompensieren, indem sie im Rückspiegel einen Kameraspiegel mit eingebaut haben. Das heißt, wenn mir diese Rückspiegelansicht nicht reicht, kann ich den hier umklappen und habe dann hier ein Kamerabild. Was für mich auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, ist hier so der Lenkstock mit ohne Ende Hebeln. Also es sind hier drei auf der rechten Seite. Das ist einmal die Gangschaltung für Drive Mode, rückwärts parken und neutral. Dann haben wir hier Scheibenwischer vorne und hinten natürlich. Dann haben wir hier das für die Mediazentrale, Radio, Audio, Lautstärke, Senderwahl und so weiter. Und dann haben wir auf der anderen Seite die ganzen Lichteinstellungen. Dazu kommt dann nur noch die zwei Schaltpedals am Lenkrad. Sowohl hier ein Mode-Wahlhebel, Multisense nennt er sich, wo man entsprechend die verschiedenen Fahrmodi einstellen kann. Man kann auch den Fahrmodus natürlich personalisieren. Ansonsten gibt es Komfort, Eco und Sport. Ja, und hier auf dem Lenkrad sind auch jede Menge Tasten. Die haben auch eine glatte Oberfläche, sodass man sie nicht gut fühlen kann. Es sind aber keine Folientasten, sondern es sind richtige Tasten mit einem definierten richtigen Druckpunkt und keinem künstlich erzeugten haptischen Feedback. Das ist richtig gut. Und auch die Übersichtlichkeit hier auf dem Lenkrad, also das kann man sich alles sehr leicht merken, wofür was ist. Es ist halt Tempomateinstellungen, Sprachsteuerung, Telefonieren, die Einstellungen für Spurhalteassistent und so weiter. Dann natürlich die View-Darstellung für das Hauptdisplay, für das Tachodisplay. Da kann man sich nämlich verschiedene Ansichten konfigurieren. Unter anderem auch das ganze Navi hier auf das Display. Das ist dann richtig groß und sieht wirklich richtig geil aus. Ja, kommen wir zum Kofferraum und zum Hundetest. Der Kofferraum vom Megane E-Tech, der ist eigentlich relativ groß, 440 Liter. Umgeklappt, wenn man die Sitze quasi umklappt, ist er 1340 Liter. Er hat aber einen Nachteil, der geht nämlich tierisch tief runter. Also das sind bestimmt, ich würde mal sagen, so 30 cm Minimum. Und hier unten hat man dann noch so ein Fach, ist auch sehr tief, würde ich auch sagen, nochmal so 25 cm, da passt auch einiges rein. Aber die Ladekante, die ist relativ hoch und unbequem. Also Wasserkisten muss man wirklich hier raushieven und kann sie nicht einfach so rausziehen. Das ist so ein bisschen der Nachteil. Jetzt wollen wir mal gucken, ob der Hund da reinpasst. Sieht aber, glaube ich, ganz gut aus. Ja, ich würde sagen, Hund passt rein. Man muss ihn aber erstmal reinkriegen. Also wenn der Hund nicht reinspringt, so wie Myla, weil sie nämlich zu faul ist, weil sie Autofahren hasst, muss man ihn reintragen. Das ist bei der Ladekante echt schwierig, bei 30 Kilo. Aber machen wir mal die Klappe zu. Achtung. Na, Myla, wie sieht's aus? Hast du Platz? Ja. Sieht sehr gut aus. Also, Platz ist genug da. Jetzt kannst du raus. Komm, hopp. Ja, ich würde sagen, jetzt kann's losgehen. Noch eben anschnallen und dann können wir starten. Wir fahren natürlich im Komfortmodus. Er hat noch Eco und Sport. Und übrigens, der Wendekreis hier von dem Megane E-Tech, der ist mit 10,4 Meter echt klein. Dafür, dass der Frontantrieb hat, also der Motor sitzt vorne an der Vorderachse.
Das ist wirklich schön. Vor allem in der Stadt macht es ihn total wendig. Wir haben 98% im Akku und eine angezeigte Reichweite von 326 Kilometer. Er soll ja laut WLTP bis zu 450 kommen, aber momentan bei fast 100% zeigt er 326 an. Das entspricht natürlich dem, wie der Wagen vorher so gefahren ist. Das ist ja ein Probefahrzeug, der hat insgesamt 1800 Kilometer schon gelaufen. Ja, und dann gucken wir mal, wie sich die Reichweitenanzeige so verhält, ob sie denn einigermaßen realistische Werte anzeigt. Also fahrwerkstechnisch kann man schon mal sagen, hier auf meiner Gullideckelstrecke in der Tempo 30 Zone hier die ersten 2 Kilometer, da ist das Fahrwerk sehr angenehm. Also Gullideckel, klar, sind zu hören. Also er schwebt hier jetzt nicht so drüber, ist aber auch nicht zu sportlich abgestimmt. Also es ist eine genaue, also eigentlich genau die richtige Mischung, so wie man sich das vorstellt, ne? Also zwischen sportlich und komfortabel. Ja, und übrigens kann man hier auch beim Megane die Rekuperation mit so Schaltwippen hier am Lenkrad einstellen in 3 Stufen. Leider merkt er sich die Einstellung nicht, wenn man den Wagen verlassen hat und dann wieder neu losfährt. Dann fängt er immer wieder mit der kleinsten Stufe an. Wenn man jetzt auf die höchste Stufe gestellt hat, dann, wenn ich jetzt mal Gas wegnehme, bremst er runter. Das ist doch auch relativ gut. Aber bei 9 km/h rollt er einfach weiter und man muss dann halt noch die Fußbremse benutzen. Das ist aber sehr angenehm und so ist One-Pedal-Driving also nicht 100% möglich, aber annähernd und das gefällt mir richtig gut. Und übrigens, bis Tempo 30 macht der Megane natürlich wieder so einen künstlichen Sound, den man nicht nur draußen, sondern auch innen ziemlich deutlich hört. Ja, dass man den innen hören muss, finde ich jetzt nicht so dolle, aber man kann ihn tatsächlich in 3 verschiedenen Varianten einstellen. Die Unterschiede dazwischen sind jetzt nicht so wahnsinnig eklatant, also es hört sich alles doch recht ähnlich an. Aber immerhin 3 verschiedene Stufen. Ich habe es jetzt auf Stufe rein, warum es auch immer rein heißt. Es gibt noch ausdrucksstark und noch eine 3. Stufe, die Bezeichnung habe ich vergessen. Aber wie gesagt, für mich hören die sich doch alle doch relativ gleich an und ausdrucksstark ist einfach dann die lauteste. Ja, der Durchzug ist auch okay. Ich glaube, es sind 7,4 oder 5 Sekunden von 0 auf 100. Der E-Tech hier, den ich jetzt hier fahre, der hat 160 kW Leistung, also sind so 218 PS, 300 Newtonmeter. Für so ein Auto völlig ausreichend. Da zischt man doch ganz gut vom Fleck hier, gerade an der Ampel. Ist jetzt kein Sportwagen, aber das will er auch gar nicht sein. Upsala! Heiliges Blechle. Ja, die Traktion ist sogar so stark, dass er bei feuchter Fahrbahn hier vorne richtig durchdreht, wenn man mal ein bisschen Kickdown macht. Das hat er nicht geschafft. Also dafür ist halt nur ein Frontantrieb und kein Allrad, ne? So, und da kommt gleich die Auffahrt. Jetzt geht's auf die Autobahn und dann heißt es Tempo 130. Wettertechnisch sieht es da hinten relativ hell aus. Also ich hoffe, wir kommen vielleicht aus dem Regen raus. Ist ja momentan auch nur ein bisschen nieselig. Von daher, ja, ganz gute Testbedingungen. Ist halt 10 Grad draußen. Ja, und in diesem Megane E-Tech, gerade auch in dieser Techno-Version, da haben sie natürlich alle möglichen Assistenzsysteme drin, die auch super funktionieren. Wir haben natürlich Totwinkelwarner im Spiegel, wir haben einen aktiven Spurhalteassistent, wir haben hier adaptiven Tempomat. Da bleiben im Prinzip keine Wünsche offen. Das ist richtig gut und die funktionieren auch noch sehr klasse. Ganz anders als bei meiner Zoe zum Beispiel. Die haben ja nur so eine Art, ja, Aufmerksamkeitswarner. Das heißt, wenn ich die Spur verlasse, dann rüttelt das ein bisschen oder es piept. Aber da gibt es halt leider keinen Spurhalteassistent und das finde ich doch ein bisschen schade. Aber hier beim E-Tech, das erwartet man auch bei so einem Auto, ist alles vorhanden und es funktioniert. So, hier ist Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben, das heißt jetzt Tempomat auf 130. Wir liegen jetzt im Moment bei 19,7 Kilowattstunden und haben gefahren genau 20 Kilometer.
Interessant hier beim Megane ist zum Beispiel beim Spurhalteassistent, dass man doch, obwohl man es nicht so sollte, aber man kann die Hände doch relativ lange vom Lenkrad nehmen, bevor er dann mit Gelb einen warnt, man soll doch bitte die Hände wieder ans Lenkrad tun. Wenn man das dann immer noch nicht tut, vergehen immer noch irgendwie 10 Sekunden, bevor es dann wirklich rot wird. Und wenn es dann rot wird und man es immer noch nicht macht, fängt er an, zweimal so ein bisschen zu rütteln am Gurt und macht so zwei kleine Bremsungen, so ganz kurzzeitig. Und wenn man es dann immer noch nicht macht, dann fängt er an, eine Bremsung einzuleiten und schaltet die Warnblinkanlage an. So, jetzt soll ich Hände am Lenkrad lassen. So, jetzt hat er zweimal gerüttelt. So, jetzt habe ich kurz wieder angefasst. Und man muss wirklich nur kurz berühren und dann geht es auch schon wieder los. Also das ist sehr, sehr angenehm. Man muss nicht schütteln oder irgendwie richtig drücken oder so. Ich habe bei anderen Autos auch schon gesehen. Das ist hier relativ gut gelöst. Also es gefällt mir echt spitzenmäßig. Ja, den Megane gibt es ja in mehreren verschiedenen Varianten. Ich fahre jetzt ja, wie gesagt, die Techno-Variante. Und es gibt ihn auch in zwei Akkugrößen. Also ich habe ja jetzt den größten Akku mit 60 Kilowattstunden. Es gibt auch noch einen kleinen Akku mit 40 Kilowattstunden. Aber ganz ehrlich, bei so einem großen Auto 40 Kilowattstunden macht auch nicht so richtig Sinn. Ist auch so, dass der Händler mir gesagt hat, dass der jetzt nicht wirklich nachgefragt ist. Ist klar, die wollen natürlich alle den großen Akku haben wegen der Reichweite. Auch die Lieferzeiten sind natürlich, jetzt haben wir gerade September, für so einen Megane sehr, sehr schwierig. Also in diesem Jahr ist er so gut wie gar nicht mehr zu bekommen. Es gibt aber Händler, wie zum Beispiel der Händler in Bremen, Krügel, Autohaus Krügel in Bremen, die haben Renault Meganes im Vorlauf, also schon länger bestellt. Und die kommen noch dieses Jahr und die sind auch noch nicht reserviert. Das heißt, man kann da noch welche bekommen. Wie viele es jetzt sind, weiß ich nicht. Es werden natürlich nicht zig sein, sondern so ein paar Einzelstücke. Das bedeutet, dass man, wenn man jetzt bestellt, eher so 6 bis 8 Monate mindestens warten muss. Und das heißt natürlich auch bei dem Preis, wir liegen hier bei der Techno-Variante bei 52.000 Euro, aber Vorförderung. Da geht natürlich die Förderung runter. Renault selber steuert 3.500 brutto bei. Und dann natürlich die staatliche Elektroautoprämie von aktuell 6.000 in diesem Jahr. Wie es nächstes Jahr aussieht, muss man einfach nur abwarten. Die geht dann auf jeden Fall nochmal runter. Also in diesem Jahr wären es dann so fast 10.000 Euro, die noch runtergehen, sodass der hier bei rund 42.000 liegen würde. Und das bei der Vollausstattung hier, das ist okay, würde ich mal sagen. Ist immer noch viel Geld, aber dafür bietet der Wagen eigentlich auch alles, was man haben kann. Spurwechseln hier ist auch super komfortabel. Einfach Blinker setzen und dann rüberziehen. Also einen Spurwechselassistent hat er jetzt nicht. Aber dann, wenn er wieder mittig drauf ist, dann fängt er sich wieder und ist wieder eingerastet auf die Fahrspur. Und der Spurhalteassistent übernimmt wieder. Ja, perfektes System, so wünscht man sich das. Und vom Geräuschniveau jetzt bei 130 muss ich echt sagen, der Megane hier ist auch wieder mal sehr, sehr leise. Man hört wirklich kaum Rollgeräusche und wir haben hier 20 Zöller drauf. Das ist wirklich sehr angenehm. Auch vom Wind, vom Außenspiegel hört man so ein ganz bisschen Windgeräusche, aber ganz wenig von vorne, von der Frontscheibe oder von der Seitenscheibe. Ja, richtig klasse. Ja, so und jetzt nach 40 Kilometer, da liegen wir bei 20,7 Kilowattstunden. Also es ist noch im Rahmen, aber so die Mega-Effizienz, die jetzt alle ihm nachsagen, ist es jetzt bis jetzt zumindest noch nicht. Ja, und sie haben hier bei Renault eigentlich ja alles getan, um den Wagen so effizient wie möglich zu machen. Also es gibt zum Beispiel eine serienmäßige Wärmepumpe. Das ist gut bei kaltem Wetter. Jetzt haben wir es ja auch nur 9 Grad. Also eigentlich müsste sie jetzt schon so ein bisschen zum Einsatz kommen, weil die Klimaanlage ist aus, aber die Temperatur ist auf 21 Grad eingestellt. Dann haben wir einen fremderregten Synchronmotor vorne. Ist auch ganz gut für die Effizienz. Dann ist der Wagen schon sehr, sehr gestreamlined. Also er hat keine großen Ecken und Kanten. Die Türgriffe sind versenkt. Er hat hinten noch so einen schönen Heckspoiler, um die Verwirbelung zu minimieren. Also das sind alles so Dinge, da müsste der Wagen eigentlich doch relativ effizient sein. Und Stadtverkehr ist das eine. Da kommt man locker mit 14, 15 Kilowattstunden durch. Aber natürlich auf der Autobahn bei höheren Geschwindigkeiten, da zeigt es sich dann, ob diese Effizienz auch für die Langstrecke irgendwie sich durchschlägt. Und im Moment, 20 Kilowattstunden zurzeit, da ist es noch nicht so richtig der Fall.
Boah, man sieht hier echt nichts. Das ist voll neblig. Hier ist zumindest die Ausfahrt. So viel kann ich erkennen. Jetzt haben wir 19,9 im Moment, weil gerade wieder ein bisschen Geschwindigkeitsbegrenzung war auf 120. Und hier ist die Abfahrt. Das heißt, wir machen jetzt hier die Wende, fahren raus und dann geht es auf die Rücktour. Ich bin gespannt, ob es sich noch verringert. Weil vom Wind dürfte es eigentlich nichts ausmachen, weil wir es ja eigentlich windstill haben. Was ist denn los? Schon wieder können wir hier bei Grün einfach so durchfahren, auch wenn er mir jetzt hier gerade die Vorfahrt nimmt. Jetzt machen wir hier also die Wende und es geht zurück nach Bremen. Wir haben jetzt 63,5 Kilometer laut Renault Megane Tacho. Meistens sind es immer eher 64 Kilometer. Und 19,5 Kilowattstunden. Ja, und jetzt fahren wir weiter Richtung Bremen. Nochmal 65 Kilometer auf der Autobahn durch den Nebel. Aber immer noch besser als Regen. Ja, wir sind wieder auf der Rücktour und was man vorhin auch im Bremerhaven gemerkt hat, die Verkehrszeichenerkennung funktioniert wirklich gut. Auch wenn der Tempomat an ist, die Geschwindigkeit wird dann reduziert. Also Tempomat war auf 120 gestellt, aber wir hatten Tempobegrenzung auf 60. Er hat dann auch sofort die Geschwindigkeit auf 60 reduziert und wollte nicht höher. Man kann auch hier in der Einstellung hier im Auto sehr viel einstellen. Zum Beispiel, wie viel km/h er eventuell drüber liegen darf. Also 5 km/h drüber, 10 km/h drüber. Muss man dann halt selber wissen, was man riskieren möchte. Und daran hält er sich auch. Das ist richtig gut. Man kann auch einstellen, ob er im Prinzip nicht höher geht als die Geschwindigkeitsbegrenzung, selbst wenn ich den Tempomat höher stelle. Das ist alles richtig cool, also Einstellungsmöglichkeiten noch und nöcher. Ja, und nach knapp 70 Kilometer, da haben wir jetzt noch 71% im Akku. Wir kamen ja von 98 und wir haben noch 225 Kilometer Reichweite, also 101 Kilometer verloren. Nach 70 Kilometer, das passt sich jetzt halt der Autobahngeschwindigkeit an, die Reichweitenanzeige, und wird sich dann, je weiter runter es geht, wird sie immer genauer. Ja, also je länger ich mit dem Megane fahre, desto besser gefällt er mir eigentlich, weil es ist hier wahnsinnig angenehm, das Geräuschniveau ist Spitzenklasse, die Assistenzsysteme funktionieren alle einwandfrei, das Fahrwerk ist unglaublich angenehm, genau so wie ich mir das wünschen würde. Ja, also was gibt es da zu kritisieren? Ich hätte jetzt nichts auszusetzen. Effizienz, ja, die Effizienz, die man ihm nachsagt, ist nicht so gut, wie man das vielleicht gedacht hat, weil wir liegen immer noch bei 20 Kilowattstunden. Es ist aber auch nicht schlecht. Es ist ein guter Durchschnittswert, so auf dem ID.3 und Cupra Born Niveau. Wobei der Cupra Born im Winter bei 5 Grad doch deutlich drüber lag, muss ich sagen. Aber der ID.3, den habe ich auch im Sommer getestet, oder das war im Frühjahr, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr so genau. Das waren ähnliche Temperaturen und da lag er auch so bei 20 Kilowattstunden. Also das tut sich irgendwie nicht so viel bei diesen Kompaktklasse-Autos. Und sogar der Corsa lag ja ähnlich, wobei er eher ein Kleinwagen ist. Also es ist guter Durchschnitt, aber eben auch nicht der Effizienzweltmeister. Eine weitere Gemeinsamkeit, die hier der Megane mit zum Beispiel der ID-Familie hat oder dem Cupra, ist die Höchstgeschwindigkeit. Der ist nämlich auch bei 160 km/h hier abgeregelt. Das finde ich ein bisschen schade, weil der Wagen fährt sich so super. Wenn man mal ein bisschen mehr Gas geben möchte, weil man vielleicht ein bisschen zügiger überholen möchte, gerade auch auf der Autobahn, da wäre ein bisschen mehr als 160 schon angemessen. Also 180 würde ich gut finden. Da kann man ja meinetwegen gerne abregeln. Schneller muss es dann mit diesem Auto vielleicht wirklich nicht sein. Aber 160 sind ja auch so schnell erreicht, ne? Und da ist natürlich klar, das machen sie, um den Akku zu schonen, um die Reichweite zu maximieren, dass der Akku nicht zu schnell sich entleert. Aber ab und zu würde ich mir schon wünschen, mal ein bisschen mehr Höchstgeschwindigkeit zu haben. So, exakt 100 Kilometer gefahren und wir haben 20,8 im Durchschnitt und wir haben noch 58% im Akku. 168 Kilometer Restreichweite wird angezeigt.
Ja, 40% verfahren für 100 Kilometer. Das ist doch mehr als ich dachte. Das würde ja bedeuten, 250 Kilometer ist die Reichweite bei Tempo 130. Zumindest bei den Bedingungen, die wir heute haben. Und wenn wir so fahren, wie ich heute gefahren bin. So, nach 120 Kilometer exakt liegen wir bei 20,3 Kilowattstunden. Da vorne ist die Abfahrt, da fahren wir runter von der Autobahn. Dann geht es noch ein Stück durch die Tempo 30 Zone und dann sind wir wieder zu Hause. Und dann schauen wir mal auf das Endergebnis. Oh, meine Punktzahl beträgt 73 von 100. Ach, ich wusste gar nicht, dass ich hier auf Punkte fahre. Ja, im Megan werden anscheinend Punkte gesammelt und ich habe 73 von 100 möglichen Effizienzpunkten vermutlich. Ja, wie sieht es aus? Wir sind angekommen mit 50% im Akku, 157 Kilometer Restreichweite und wir haben einen Verbrauch von 19,7 Kilowattstunden am Ende. Gefahren sind wir laut Bordcomputer 127,1 Kilometer. Ist ein bisschen weniger als bei den meisten anderen Autos. Die meisten anderen zeigen so 128, 129 Kilometer an. Der Megane, ja, der möchte es irgendwie ein bisschen weniger haben. Wie dem auch sei, 19,7 Kilowattstunden ist jetzt kein Spitzenwert, ist aber auch nicht schlecht. Guter Durchschnitt, würde ich mal sagen, liegt ein bisschen unter dem Wert vom ID.3. Das können aber auch, ja, witterungsbedingte Toleranzen sein. Übrigens haben wir hier von den 19,7 laut dieser Anzeige 0,6 Kilowattstunden für Klima und andere Geräte verbraucht. Schön, dass das angezeigt wird, finde ich richtig klasse. Und schön ist auch, dass man hier so eine Kurve sieht, so eine Verbrauchskurve. Die ist auf die Zeit gerechnet, die letzten 30 Minuten. Das ist doch immer ganz interessant zu sehen, wie sich der Verbrauch entwickelt, gerade auch bei welcher Geschwindigkeit er dann wie hoch ist über die Zeit. Ja, Verbrauch ist das eine, Ladeleistung das andere, denn wir wollen ja, wenn wir auf der Strecke sind, auch möglichst schnell weiterkommen, wenn der Akku da mal leer ist. Und der Megane, der soll ja 130 kW DC Ladeleistung haben. Damit ist er auch so in der Region der ID-Familie, zumindest vor dem 3.0er Update. Da wollen wir mal schauen, ob er das auch wirklich halten kann, denn das ist auch so der Wert, den ich mindestens bei so einem Auto und so einem Akku erwarten würde. Jetzt muss er nur noch zeigen, dass er es kann. So, ihr habt gesehen, die 130 kW haben wir nicht ganz erreicht. Wir haben ganz kurz die 129 kW gesehen, das aber leider nur für eine Sekunde. Und dann fiel die Ladeleistung doch relativ schnell wieder unter die 120 kW ab, sodass das Versprechen zwar knapp gehalten wurde, aber ich hätte mir gewünscht, dass er diese Geschwindigkeit doch ein bisschen länger hält. Ja, nichtsdestotrotz, der Renault Megane E-Tech, finde ich, ist ein sehr, sehr gelungenes Elektroauto. Und man merkt Renault an, dass sie hier doch ein bisschen Erfahrung haben bei diesem ganzen Thema. Und dass sie Google Automotive genommen haben, fand ich, ist eine wirklich super Entscheidung gewesen, weil dieses System macht echt Spaß. Es ist total flüssig zu bedienen, die Navigation ist klasse, Ladeplanung ist klasse. Ja, da gibt es eigentlich überhaupt nichts zu kritisieren. Überhaupt habe ich an dem Megane hier so gut wie nichts auszusetzen. Das ist wirklich schon fast erschreckend. Aber ich habe mir doch noch ein paar Sachen überlegt, die ich nicht so gut finde. Und ja, die wollen wir jetzt mal aufzählen. Da ist zum einen der Kofferraum. Also der Kofferraum ist zwar vom Volumen her ganz okay, 440 Liter, kann man nicht meckern, 1340 mit umgeklappten Rücksitzen, ist auch alles super. Aber die Ladekante,
Also diese 30 cm Ladekante, die man überwinden muss, um Sachen rein- oder rauszuholen, die finde ich doch echt heftig. Und gerade auch wenn man einen Hund hat, so wie wir, dann ist das für den Hund, wenn er da reinspringen soll, ohne zu sehen, wo der Boden ist, doch ein bisschen ein Hindernis. Und unser Hund springt da sowieso nicht rein. Den müsste ich da immer reinhieven. Das ist doch ganz schön umständlich. Immerhin positiv, wir haben im Kofferraum unten noch ein riesen Staufach, wo auf jeden Fall alle Ladekabel verschwinden. Im Urlaub passen da auch noch Taschen rein. Aber wenn der Hund halt im Kofferraum ist, dann ist da eh nicht mehr viel Platz. Ja, Nachteil Nummer zwei, wir haben leider keinen Frunk. Dafür hat es hier wieder mal nicht gereicht. Ich weiß nicht, warum die Autohersteller da nicht ein bisschen drauf achten, weil man könnte das doch konstruktiv so lösen, dass da genug Platz ist. Ich denke mal, das liegt einfach daran, dass das die Ingenieure bisher nicht gewohnt sind, in diesen Richtungen zu denken. Und deswegen designen die so einen Motorraum auch irgendwie anders, dass das eben alles ausgefüllt ist. Ist ja genug Platz da. Echt schade. Ist natürlich nicht so wahnsinnig schlimm, aber wenn man halt einen Hund im Kofferraum hat, dann wäre so ein Frunk vorne schon eine ganz gute Idee, finde ich. Dritter Kritikpunkt ist tatsächlich ja hier im Innenraum. Also diese Mittelkonsole, da finde ich diesen Bereich hier, wo die induktive Ladeschale ist, gerade diese Spitze hier, so ein bisschen unbequem, weil man ist mit dem Knie immer da dran, immer an dieser Spitze und es drückt hier auf das Bein und bei längeren Strecken empfinde ich das als sehr, sehr unangenehm. Vierter Kritikpunkt, auch wieder im Innenraum. Ich finde es echt schade, dass auf den Rücksitzen hinten keine Durchlademöglichkeit ist und auch keine Möglichkeit für eine Mittelarmlehne mit Cupholdern. Das, finde ich, gehört heute irgendwie dazu. Bei so einer Autoklasse, da haben die rückwärtigen Passagiere einfach wenig Möglichkeiten für die Arme zum Ablegen oder auch irgendwie mal einen Kaffee oder eine Flasche hinzustellen. Das finde ich richtig schade. Ja, was die Ladekurve angeht, so hat Renault zwar das Versprechen gehalten. Wir haben nicht ganz die 130, aber 129 kW gesehen, da sind wir mal nicht so. Leider fällt die Kurve halt doch sehr schnell wieder ab unter die 120 kW und dann hinten raus sozusagen bei 50, 55, 60%. Da ist es dann doch schon relativ mau mit der Ladeleistung, so um die 60 kW, sodass dann so ein Ladevorgang von 10-80% dann doch schon so 40 Minuten plus X dauert. Das finde ich doch ein bisschen zu lang für so einen Akku. Und da müsste man eigentlich noch ein bisschen nachbessern, zumindest an der Ladekurve. Also der Verbrauch heute mit 19,7 Kilowattstunden geht absolut in Ordnung. Es geht natürlich immer noch effizienter, aber im Moment, wir sind auf der Autobahn unterwegs gewesen mit Tempo 130 und es waren nur 9 Grad. Also für solche Bedingungen finde ich das völlig akzeptabel. Da sind auch Autos in dieser Klasse, die tatsächlich sogar noch ein bisschen kleiner sind, die deutlich mehr verbrauchen. Und in der Stadt, da ist der Megane deutlich effizienter, da sind die 15 Kilowattstunden absolut realistisch. Also da die 350 Kilometer zu kommen, ist überhaupt kein Problem. Auf der Autobahn würde ich mal sagen, realistisch bei solchen Bedingungen wie heute und bei der Geschwindigkeit, da sehen wir eher so die 270 Kilometer. Ja, und davon abgesehen, das ganze Fahrgefühl, die Geräusche hier im Innenraum, die Verarbeitung ist unglaublich solide, da gibt es gar nichts zu kritisieren. Das Fahrwerk, finde ich, ist für mich perfekt. Also ich wünschte mir genauso ein Fahrwerk in jedem Auto. Das ist genau das, so wie ich mir das vorstelle. Und die Innenraumanmutung ist 1A. Die Displays sind gut abzulesen. Die Oberfläche sieht wunderbar schön gestaltet aus. Wie gesagt, die Geschwindigkeit von dem Display absolut klasse mit dem Google Automotive. Tja, also was gibt's da denn jetzt noch groß zu meckern? Wenn da nicht vielleicht der Preis wäre. Das wäre vielleicht auch noch ein Kritikpunkt. Also 52.000 Euro kostet diese Version hier, die Techno-Version. Allerdings gibt es da natürlich noch die Förderung im Moment. Im Moment sind das noch die 9.000 und ein paar zerquetschte Euro. 2023, da sieht es dann ein bisschen anders aus. Der Preis wurde jetzt auch gerade eben erst angehoben, also die 52.000, es war vor ein paar Wochen noch günstiger, hat Renault wieder ein bisschen was draufgeschlagen. Klar, wir haben Rohstoffe verteuern sich und natürlich auch Lohnkosten, Energiekosten etc. pp. Das wissen wir alle. Wir wissen nicht, wo die Reise im nächsten Jahr hingeht. Ich kann nur hoffen, dass es nicht noch weiter nach oben geht mit den Autopreisen, weil dann sind Elektroautos bald wirklich so ein bisschen in einer Region, wo man echt überlegen muss, ob man sich das leisten kann. Vor allem, wenn die Förderung dann immer weiter runtergefahren wird. Also die Autos müssen günstiger werden, das ist auf jeden Fall klar. Im Moment zeichnet sich dieser Trend leider noch nicht ab.
Ja, man sieht also, Renault versteht was von Elektroauto bauen. Das haben sie hier mit dem Megane eindeutig gezeigt. Und wenn euch das Auto auch gefällt, wenn ihr euch dafür interessiert, dann würde ich sagen, fahrt das mal Probe und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr vom Renault Megane E-Tech haltet. Ich finde es ein fantastisches Auto und ich bin gespannt, was Renault in den nächsten Jahren noch so an Elektroautos rausbringt. Das hier war schon mal ein super Start, zumindest nach der Zoe, die so lange fast unverändert gelaufen ist. Ja, und falls ihr euch für ein Elektroauto interessiert, es aber nicht gleich kaufen wollt, dann wäre doch vielleicht InstaDrive was für euch. Schaut mal hier. Mit InstaDrive ist der Einstieg in die Elektromobilität für euch komplett unkompliziert und ohne Risiko. Einfach ein Auto aussuchen, konfigurieren und als Abo bestellen. Keine versteckten Kosten und am Ende der Laufzeit einfach zurückgeben. Im Monatspreis sind alle Kosten wie Wartung, Versicherung oder Reparaturen schon enthalten. Und falls ihr noch überlegt, ob ihr die THG-Quote für euer E-Auto in Anspruch nehmen wollt oder nicht. InstaDrive bietet jetzt als einziger Anbieter die volle Förderquote für euch, also 100% ohne jegliche Provisionsabzüge. Entweder streicht ihr die komplette Prämie für euch alleine ein oder ihr unterstützt eins der gemeinnützigen Projekte, zum Beispiel vom Roten Kreuz, der Umwelthilfe oder den Tafeln. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert unbedingt meinen Kanal. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.